Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wurde letztens gefragt, was eigentlich die wichtigsten Maßnahmen sind, wenn man jetzt von einer Würfelqualle gestochen wird. Ja, also Würfelquallen, das sind so, die gehören meiner Meinung nach zumindest zu den gefährlichsten Meerestieren. Diese Quallen sind sehr giftig und die sorgen jährlich für mehr Todesfälle weltweit als Haie. Im Internet gibt es verschiedene Empfehlungen, die ausgesprochen werden, wenn man einen Unfall mit einer Würfelqualle hat. Viele von diesen Empfehlungen sind aber nicht richtig und können sogar sehr gefährlich werden. Ein Beispiel für eine solche Empfehlung wäre die, dass wenn man jetzt mit so einer Würfelqualle in Kontakt gekommen ist, dass man dann die an der Haut festklebenden Tentakel mit Sand, Backpulver oder Rasierschaum benetzt und diese mit einem Messer, einer Rasierklinge oder einer Kreditkarte so abschabt. Ja, man hatte halt früher gemeint, dass das irgendwie wirkungsvoll ist, aber das ist es nicht. Es ist ganz das Gegenteil ist der Fall. Ja. Wenn man das Zeug abschabt, dann werden diese Tentakel auf der Haut so herumgedreht. Und dadurch wird der Kontakt zwischen Tentakel und Haut noch erhöht, was dann zur Folge hat, dass noch mehr Nesselkapseln ausgelöst wird und dadurch kommt auch mehr Gift in den Körper. Also das ist sehr schlecht. Zudem wird durch das Abschaben ein Druck ausgeübt und durch diesen Druck können eventuelle Nesselkapseln, die bereits ausgelöst werden, gequetscht werden, wodurch ebenfalls noch mehr Gift in den Körper gelangen kann. Auch die Behandlung mit Alkohol oder mit Eis führt nicht wirklich zu signifikanten Verbesserungen der Situation. Auch da kann das Gegenteil passieren, nämlich dass man noch weitere Nesselkapseln auslöst und damit noch mehr Gift in den Körper bringt. Ja, und wenn man jetzt von einer der gefährlichsten Quallen der Welt gestochen wird, dann können solche Maßnahmen im schlimmsten Fall jemandem sogar das Leben kosten. Was macht man jetzt, wenn man von so einer Würfelqualle erwischt wurde? Nun, die wichtigste Maßnahme ist, dass man verhindert, dass sich noch weitere Nesselkapseln auslösen. Ja, weil die Nesselkapseln sind dafür verantwortlich, dass das Gift in den Körper gelangt. Also dadurch verhindert man, dass mehr Gift in den Körper gelangt. Und dazu eignet sich tatsächlich Essig am besten. Essig verhindert die Entladung weiterer Nesselkapseln. Das hat man in Versuchen mittlerweile mehrfach beweisen können, dass das wirklich so ist und dass das offensichtlich eine doch ganz gute Maßnahme ist. Eine weitere Maßnahme sind sogenannte Sting No More Sprays. Das sind spezielle Produkte, die auch wieder Komponenten beinhalten, welche die Entladung der Nesselkapseln einer Qualle inhibieren. Wenn man dann Maßnahmen zur Prävention der Entladung von Nesselkapseln getroffen hat, kann man die Tentakeln ganz vorsichtig entfernen mit einer Pinzette, so herunterziehen, auf keinen Fall eben herunterschaben, weil dann passiert das, was ich vorhin gesagt habe, dass sich eben noch weitere Nesselkapseln auslösen. Anschließend kann die betroffene Extremität noch mit warmem Wasser behandelt werden, weil die Wärme die Aktivität des Quallengiftes herabsetzt. Hierzu ist allerdings zu erwähnen, dass diese Methode nicht bei allen Arten gleich effektiv ist, weil offensichtlich die Gifte der verschiedenen Arten eine unterschiedliche Toleranz für Hitze haben. Was noch wichtig zu erwähnen ist, dass sich die allgemeinen Erste-Hilfe-Maßnahmen auch wieder nach der jeweiligen Art richten. Also bei Würfelquallen hat man jetzt diese Empfehlung hier zum Beispiel bei Chironex fleckeri, das ist eine der Quallen jetzt, die da am häufigsten auftritt. Und eine weitere Art, bei der das funktioniert, ist Alatina alata. Damit hoffe ich jetzt, diese Frage einigermaßen passabel beantwortet zu haben. Wenn es noch weitere Fragen gibt, schreibt sie in die Kommentare und ich werde versuchen, sie so gut es geht zu beantworten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, teilt es in euren sozialen Netzwerken, lasst einen Daumen nach oben da und wenn euch meine Themen interessieren und ihr noch nicht abonniert habt, abonniert jetzt, dann seid ihr zukünftig mit dabei. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss!